Ja, hallo, hier ist wieder Hendrik von JB Spielwaren, heute mit einem Set-Review für den neuen Hubschraubertransporter von Lego City Police, Artikel Nummer 60244. Und wie ihr auf der Verpackung schon sehen könnt, es ist wieder so ein Flying Helikopter dabei, den ich euch in ein paar anderen Reviews schon gezeigt habe. Ansonsten, ja, ein Polizeimotorrad, Verbrecher sind mit dabei und ein großer Transporter. Kostet 44,99 € für unter 400 Teilen, also auf den ersten Blick wie leider viele der diesjährigen City-Sets von der teureren Sorte im Verhältnis zu den Teilen. Und das nehme ich schon mal vorweg, denn hier kommt schon der Helikopter ins Bild geflogen, allerdings mit meiner Hand, denn ich habe das Ding noch nicht wirklich zum Fliegen gebracht. Also es fliegt zwar so ein bisschen, beziehungsweise hält sich eine Sekunde lang in der Luft. Es ist jetzt aber nicht der Flying Helikopter, der hier angekündigt wird. Getan werden soll das mit diesem Teil, das man baut. Ist auch ein neues Element hier oben mit drin. Und dieser langen Stange, die ich dann möglichst schnell rausziehe, sodass das Rotorblatt dann ja, sich möglichst schnell dreht und er soll dann fliegen. Zeige ich euch jetzt nicht, habe ich ja bei dem Feuerwehr-Review schon probiert und es funktioniert meiner Meinung nach nicht so dolle. Dementsprechend schnell mal weggestellt. Widmen wir uns stattdessen vielleicht dem Polizeitransporter. Ein ausgewachsener Truck ist das aus meiner Sicht. Sieht wirklich recht cool aus. Hier habe ich eine kleine Kommandozentrale. Hier hinten habe ich Handschellen und Funkgerät mit dabei. Diese Funkgeräte werden anscheinend immer noch gerne bei der Polizei genutzt und wurden noch nicht durch Mobilfunkgeräte oder Handys ersetzt. Ja, Light and Sound hätte hier vielleicht noch ganz gut getan, ist aber leider nicht mit dabei. Von daher haben wir hier eine normale Kabine und auch nur normal angedeutetes Blaulicht. Auf der Seite hier kann ich den Verbrecher mitnehmen. Habe ich so selten in der Realität gesehen, dass jemand direkt hinterm Führerhäuschen in einer Zelle steht. Aber City Police, da darf ja auch mal ein bisschen was kinderspieltechnisch einfacher funktionieren. So, laut Spielfunktion kann ich den natürlich auch befreien, den Kollegen. Probieren wir mal, ob das denn auch funktioniert. So, das kleine Trike hier, beziehungsweise der kleine Quad soll das können und kann er es? Ja, er kann es. Genau. Also wenn diese Tür hier verschlossen ist, dann kann ich sie sogar komplett rausrupfen und machen kann ich das, um diesen Kollegen hier zu befreien. Die Verbrecher gefallen mir alle recht gut, die so mit dabei sind. Das ist Frankie Lupelli und diese nette Dame hier versucht ihn zu befreien auf dem Quad. Hat, glaube ich, auch einen alternativen Kopf. Schauen wir mal. Nein, hat sie nicht. Ihr Glaube. Ich hatte irgendwie gedacht, könnte Big Betty sein, aber die Big Betty ist in einem anderen Set mit drin. Hat er hier denn einen alternativen Kopf? Ja, er hat einen. Da sieht er ein bisschen freundlicher aus und ist demaskiert. Genau. Also, wie gesagt, die Verbrecherfiguren sehr, sehr nett. Polizei haben wir natürlich auch mit dabei. Und zwar einmal hier diese Dame mit einem sehr interessanten Haarteil, wie ich finde, und den Motorradfahrer. Genau. Ihr seht schon, eine Polizeifigur müsste fehlen, tut es aber nicht, weil es sind nur vier Figuren enthalten. Derjenige, der den Truck fährt, nämlich die Frau hier, muss auch Helikopter fliegen können, deswegen ist der Ersatzhelm hier noch mit dabei. Polizeimotorrad in vielen anderen Sets auch schon enthalten. Und dann ist das Letzte, was ich euch noch zeigen kann, der große Transportanhänger, der tatsächlich so lang ist, dass ich hier dieses lange Kabel transportieren kann. Und ich kann den Hubschrauber hier drauf abstellen und soll ihn dann so einklappen. Und dann macht das schon was her. Ja, kann man nicht anders sagen. Dieses Teil soll dann hier mit transportiert werden. Und dann ist das ein schönes Set. Bringt tatsächlich auch, wenn der Helikopter nicht richtig gut fliegt,
viel Spiel und Spaß. Man hat 4 Fahrzeuge, also kann man auch theoretisch zu 4 damit spielen. Das gefällt mir bei allen Lego City Sets dieses Jahr sehr gut. Es gibt viele einzelne Fahrzeuge und dementsprechend ist der Spielwert auch sehr, sehr hoch. Ja, das soll es soweit zu diesem Set auch schon gewesen sein. Ich hoffe, der Review hat euch gefallen. Schaut mal wieder rein. Ciao, Hendrik von JB Spielwaren.